Das israelische Militär hat in der Nacht Ziele der islamistischen Hamas und anderer Terrorgruppen im südlichen Gazastreifen massiv angegriffen. Sie konzentrierten sich auf die Gegend um Khan Yunis. In der Stadt sollen sich Teile der Hamas-Führung aufgehalten haben. Auch in Rafah haben es Angriffe gegeben, hieß es. Die Kämpfe zwischen Israel und der Hamas waren gestern nach Verstreichen einer einwöchigen Feuerpause wieder aufgenommen worden. Mehr als 200 Ziele im Gazastreifen hat Israel gestern wieder angegriffen. Die Armee sprach von präzisen Schlägen. Im Norden von Gaza, aber auch im südlichen Teil, in Orten wie Khan Yunis oder Rafah an der Grenze zu Ägypten. Man habe dort Ziele und Terroristen der Hamas getroffen. In Khan Yunis halten sich demnach Teile der Hamas-Führung auf. Die Bevölkerung soll sich jetzt noch weiter im Süden in Sicherheit bringen. Die Armee ist auch auf die nächsten Etappen des Kriegs vorbereitet, sagt ein Sprecher. Die Hamas hat die Waffenruhe gebrochen, weil sie den Plan zur Freilassung der Entführten nicht umgesetzt hat und weil sie Raketen auf israelisches Gebiet abgefeuert hat. Die Hamas schoss zum ersten Mal seit längerem wieder Raketen ab. Luftalarm wurde zum Beispiel hier in Sderot, unmittelbar am Gazastreifen, ausgelöst. Raketen flogen aber auch bis in das Zentrum Israels. Für Aufsehen sorgt weiter die Nachricht, dass Israels Geheimdienste schon lange vorher von detaillierten Plänen der Hamas wussten. Diese Pläne wurden bei dem Angriff vor knapp 2 Monaten weitgehend umgesetzt. Man hat einfach nicht angenommen, dass die Hamas A dazu fähig ist und B überhaupt daran gegenwärtig, also gegenwärtig als 7. Oktober, ein Interesse hat, so einen Anschlag durchzuführen. Und das ist ein klassischer Fehler sozusagen der Wahrnehmung, den wir sehr oft sehen, wenn wir uns die Frage stellen müssen, warum haben Regierungen, Militärs, Geheimdienste Dinge nicht kommen gesehen. Sie hatten alle Informationen, aber die Schlüsse, die herausgezogen werden, sind einfach die falschen. Israels Armee teilte auch mit, man habe im Gazastreifen eine israelische Geisel tot aufgefunden. Der junge Mann war bei dem Musikfestival in Grenznähe, bei dem die Hamas bei ihrem Angriff hunderte junge Menschen tötete oder entführte. Die Armee weiß auch von 4 weiteren Geiseln, die inzwischen tot sind. Diese befinden sich aber noch im Gazastreifen.